Schuldrecht allgemeiner Teil war letztes Semester, allgemeines Steuerrecht. Wir haben in der letzten Stunde uns schon einmal einen Überblick über das Steuerrecht, die Eigenarten des Steuerrechts erfasst, verschafft, über den Begriff der Steuer. Die einzelnen Steuerarten haben wir uns angeschaut. Sie sehen hier noch einmal die sogenannte Steuerspirale für 2018, das heißt also das Aufkommen aus den einzelnen Steuerarten, der Anteil der einzelnen Steuerarten am Gesamtsteueraufkommen. Und wir hatten dann in der letzten Stunde schon begonnen, uns einen Überblick zu verschaffen über die Rechtsquellen des Steuerrechts. Und hier ist zu unterscheiden, ganz ähnlich wie gestern in der Vorlesung Bilanzrecht, zwischen nationalen Rechtsquellen und unionsrechtlichen, europäischen und auch internationalen Rechtsquellen. Die europäischen, internationalen werden wir dann in dem nächsten Teil der Vorlesung noch genauer uns anschauen. Zunächst einmal die nationalen Rechtsquellen. Das Steuerrecht ist nicht in einem einheitlichen Steuergesetzbuch geregelt, sondern verteilt auf verschiedene Einzelsteuergesetze. Wir haben auch schon kennengelernt, die Abgabenordnung als sogenanntes Mantelgesetz. In der Abgabenordnung sind steuerartübergreifend verschiedene allgemeine Dinge geregelt, etwa das Steuerverfahrensrecht, das Steuerschuldrecht, aber auch allgemeine Begriffsbestimmungen, die steuerartübergreifend im Grundsatz für alle Einzelsteuergesetze gelten. Man braucht für die Besteuerung, auch das habe ich in der letzten Stunde schon gesagt und wir werden im Steuerverfassungsrecht noch einmal darauf zurückkommen, man braucht für die Besteuerung eine gesetzliche Grundlage, ein förmliches Parlamentsgesetz. Ohne förmliches Parlamentsgesetz keine Besteuerung. Dieser Grundsatz gilt generell im Bereich der Eingriffsverwaltung. Man hat das jetzt allerdings für die Corona-Maßnahmen doch weitgehend ausgehebelt. Momentan ist im Gange die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für all die Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten kennengelernt haben, die also bis Jahresbeginn nicht vorstellbar waren, jedenfalls nicht in einer Demokratie. Und dafür wird jetzt erst eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Etwas eigenartig, vorher hat man das auf der Grundlage von Verordnungen gemacht. Und das geht aber im Steuerrecht jedenfalls bislang nicht, aber vielleicht macht das Schule und wir werden demnächst auch in Gestalt von Verordnungen neue Steuern bekommen. Man wird sehen, wie die Entwicklung ist, jedenfalls keine so schöne Entwicklung. Auch im Bereich der Steuern gibt es tatsächlich Verordnungen, aber wie sich das in einem Rechtsstaat gehört, diese Verordnungen, die regeln eben nicht den Eingriff als solchen, die Steuerbelastung als solche, sondern die regeln nur Details der Durchführung dieser Steuerarten, dieser Besteuerung bei den einzelnen Steuerarten. Solche Verordnungen gibt es, Durchführungsverordnungen gibt es für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Dazu müssen wir jetzt aber keine Einzelheiten behandeln. Im Bereich der kommunalen Steuern, darauf werden wir noch einmal im Finanzverfassungsrecht näher eingehen. Es gibt also einzelne kommunale Steuern und bei diesen kommunalen Steuern braucht man auch eine gesetzliche Grundlage. Das sind dann die Gesetze der Länder. Wie gesagt, Einzelheiten dazu kommen später noch. Und die Gemeinden, die Kommunen können dann auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen der Länder Satzungen erlassen, in denen Einzelheiten der Besteuerung geregelt sind. Das gilt für die sogenannten örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, aber auch für den Gewerbesteuerhebesatz. Und da sind die Gemeinden eben auch befugt, durch Satzungen den endgültigen Steuersatz bei der Gewerbesteuer festzulegen. Das Gewerbesteueraufkommen fließt im Wesentlichen den Gemeinden zu, kann also in diesem Sinne als eine gemeindliche Steuer bezeichnet werden. Es gibt ein Bundesgesetz, das die Gewerbesteuer regelt, aber der sogenannte Gewerbesteuerhebesatz, das heißt also der endgültige Steuertarif, der endgültige Steuersatz wird von den Gemeinden durch gemeindliche Satzung festgelegt. Da gibt es im Bundesgesetz eine Mindestgewerbesteuer, einen Mindesthebesatz. Davon abgesehen sind die Gemeinden aber frei. Man will auf diesem Wege auch ein wenig Steuerwettbewerb zwischen den Kommunen
ermöglichen. Und das funktioniert durchaus auch ganz gut. Einige Kommunen, insbesondere die Nachbargemeinden, kleinere Nachbargemeinden um große Städte herum, machen davon Gebrauch, versuchen durch niedrige Gewerbesteuersätze dann aus den großen Städten Unternehmen anzulocken. Und beispielsweise im Falle von Frankfurt hat es zum Teil ganz gut funktioniert. Die Frankfurter Börse hat zum Beispiel ihren Sitz gar nicht mehr in Frankfurt, sondern in einer Nachbargemeinde. Dann gibt es noch Verwaltungsvorschriften, die rein interne Wirkung haben, die verbindlich sind für die nachgeordneten Steuerbehörden, die aber im Grundsatz keine Außenwirkung haben, jedenfalls keine unmittelbare Außenwirkung. Sie haben mittelbare Außenwirkung dadurch, dass die einzelnen Finanzbehörden sich dann an diese internen Richtlinien halten, und das wirkt sich dann eben auch nach außen in Gestalt der Besteuerungspraxis aus. Aber zunächst einmal sind das nur rein interne Vorgaben für die nachgeordneten Steuerbehörden. Solche Richtlinien gibt es für die Einkommensteuerrichtlinien, die Körperschaftssteuerrichtlinien, die Gewerbesteuerrichtlinien, die Umsatzsteuerrichtlinien. Also für die wichtigsten Steuerarten hat man solche Verwaltungsvorschriften, Steuerrichtlinien erlassen. Die verfassungsrechtliche Grundlage ist hier angegeben. Artikel 108 Absatz 7 sieht vor, dass für die nachgeordneten Finanzbehörden solche Richtlinien, Verwaltungsvorschriften erlassen werden können. Dann sind weiter zu nennen die Hinweise, die es auch für die wichtigsten Steuerarten gibt. Diese Hinweise haben aber einen rein deklaratorischen Charakter. Hier wird also zusammengestellt, beispielsweise wichtige Gerichtsentscheidungen des Bundesfinanzhofs in erster Linie. Dann wird da noch einmal das wiedergegeben, was ohnehin schon in den Gesetzen steht. Das ist also, hat eher die Funktion einer Art Sammlung der wichtigsten gesetzlichen Regelungen und der wichtigsten auch Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen und Entscheidungen des Bundesfinanzhofs. Dann als eine weitere wichtige Rechtsquelle noch zu nennen, die Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen. Dazu muss man wissen, darauf werden wir noch einmal im Finanzverfassungsrecht, im nächsten Teil der Vorlesung zurückkommen. Die Verwaltung der wichtigsten Steuerarten erfolgt durch die Landesbehörden, durch die Finanzbehörden der Länder, im Wesentlichen durch die Finanzämter. Das sind Länderbehörden. Aber im Auftrag des Bundes, das ist also für die wichtigsten Steuerarten eine Bundesauftragsverwaltung. Und im Bereich der Bundesauftragsverwaltung besteht ein Weisungsrecht der höchsten Bundesbehörde, das ist das Bundesministerium der Finanzen, gegenüber den Landesbehörden. Wir haben ja normalerweise eine Trennung zwischen der Bundesverwaltung und der Länderverwaltung. Dementsprechend sind Länderbehörden im Grundsatz nicht an Weisungen von Bundesbehörden gebunden. Das gilt aber im Bereich der Bundesauftragsverwaltung nicht. Hier haben wir eine solche Weisungsgebundenheit. Artikel 108 Grundgesetz, eine Vorschrift aus dem Finanzverfassungsrecht des Grundgesetzes, sagt: Verwalten die Landesbehörden Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, so werden sie im Auftrag des Bundes tätig. Das gilt für die sogenannten Verbundsteuern. Das sind die wichtigsten Steuerarten, insbesondere Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, und werden also im Auftrag des Bundes tätig, das ist Bundesauftragsverwaltung. Und es wird dann verwiesen auf Artikel 85 Grundgesetz. Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Und das ist für den Bereich der Steuern das Bundesministerium der Finanzen. Das ist also weisungsberechtigt. Man hat eine Zeit lang darüber gestritten, berechtigt das nur zu Weisungen im Einzelfall oder aber auch zu abstrakt generellen Weisungen. Und diese Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen, das sind abstrakt generelle Regelungen, die also nicht nur für einen konkreten Einzelfall, sondern für alle gleichgelagerten Fälle, zum Teil auch für ganze Steuerarten, bestimmte Vorgaben machen, wie die Landesbehörden im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die betreffende Steuerart zu verwalten haben, welche Regeln sie dabei anzuwenden haben. Das sind also abstrakt generelle Regelungen. Man hat sich eine Zeit lang gestritten, ist der Erlass solcher abstrakt generellen Regelungen durch Artikel 85 Absatz 3 gedeckt. Diesen Streit hat man aber durch einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern aus dem Jahr 1970 beigelegt. Darin haben sich die Länder verpflichtet, im Bereich der Steuern auch diesen abstrakt generellen Weisungen in den
den BMF-Schreiben zu folgen. Diese BMF-Schreiben haben für die Praxis eine sehr große Bedeutung. Sie haben zunächst einmal nur eine interne Wirkung. Die nachgeordneten Finanzbehörden der Länder sind an die Vorgaben in diesen BMF-Schreiben gebunden, müssen sich daran also halten. Das wirkt sich aber dann natürlich auch auf die Verwaltungspraxis nach außen aus. Und insbesondere bei Steuergestaltungen versucht man sich an den Vorgaben in BMF-Schreiben zu orientieren, um eine entsprechend rechtssichere Gestaltung auch den Mandanten präsentieren zu können. Das heißt also, diese BMF-Schreiben haben durchaus eine sehr starke Ausstrahlungswirkung nach außen. Die BMF-Schreiben werden im Bundessteuerblatt veröffentlicht, und zwar im Teil 1 des Bundessteuerblatts. Ich habe Ihnen hier einmal beispielhaft aufgeführt, wie man ein solches BMF-Schreiben zitiert. Im Steuerrecht ist es allgemein üblich, dass Sie sowohl BMF-Schreiben als auch Entscheidungen der Finanzgerichte, wie etwa hier des Bundesfinanzhofs, immer mit Datum und Aktenzeichen zitieren. Das ist eine Besonderheit des Steuerrechts. Im Zivilrecht wird ja üblicherweise nur die Fundstelle angegeben, ohne Datum und Aktenzeichen. Im Steuerrecht wird üblicherweise sowohl bei BMF-Schreiben als auch bei Entscheidungen der Finanzgerichte das Datum und das Aktenzeichen und dann die Fundstelle angegeben. Und hier sollten Sie eben primär nach der Fundstelle im Bundessteuerblatt zitieren. Ich hatte in der letzten Stunde schon gesagt, im Bundessteuerblatt werden zum einen veröffentlicht die Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen, das ist Teil 1 des Bundessteuerblatts, und zum anderen aber auch bestimmte Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, das dann in Teil 2 des Bundessteuerblatts, nur diejenigen Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, von denen das Bundesministerium der Finanzen will, dass sie über den entschiedenen Einzelfall hinaus angewendet werden. Im Grundsatz wirken finanzgerichtliche Entscheidungen auch Entscheidungen des Bundesfinanzhofs nur inter partes, also nur zwischen den an dem konkreten Rechtsstreit beteiligten Parteien. Wenn das Bundesministerium der Finanzen möchte, dass die Entscheidung über den konkreten Einzelfall hinaus angewendet wird, dann kann es die Entscheidung entsprechend in das Bundessteuerblatt Teil 2 aufnehmen. Auch auf Länderebene können solche abstrakt generellen Regelungen in Gestalt von Erlassen oder, wenn das betreffende Bundesland eine Oberfinanzdirektion hat, in Gestalt einer Verfügung der Oberfinanzdirektion ergehen. Und eine weitere wichtige Rechtsquelle sind eben auch die Entscheidungen, vor allen Dingen die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, unter Umständen auch der Finanzgerichte. Wir haben im Bereich der Steuern ja eine besondere Gerichtsbarkeit, die Finanzgerichtsbarkeit, und die ist anders als die ordentliche Gerichtsbarkeit und auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht mit drei Instanzen, sondern nur mit zwei Instanzen. Das heißt, wir haben die Finanzgerichte als Eingangsinstanz und den Bundesfinanzhof als Revisionsinstanz. Das ist also noch eine Besonderheit der Finanzgerichtsbarkeit. Und vor allen Dingen die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs sind für die Steuerrechtspraxis von großer Bedeutung, insbesondere diejenigen Entscheidungen des BFH, die im Bundessteuerblatt Teil 2 veröffentlicht worden sind, die also nach dem Willen der Finanzverwaltung über den konkreten Einzelfall hinaus angewendet werden sollen. Die Entscheidungen des Bundesfinanzhofs haben, wie gesagt, an sich nur Wirkung inter partes, das heißt zwischen den an dem konkreten Rechtsstreit beteiligten Parteien. Aber natürlich zeichnen sie auch vor, wie der BFH dann in gleichgelagerten Fällen entscheiden würde. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der BFH bei gleichgelagerten Fällen, die in kurzer Zeit dann noch einmal zum BFH kommen, anders entscheiden wird. Dementsprechend hat die Entscheidung des BFH immer auch eine gewisse Ausstrahlungswirkung auf die Praxis. Und das gilt in besonderem Maße eben für diejenigen Entscheidungen, von denen sogar die Finanzverwaltung sagt, das soll über den konkreten Einzelfall hinaus angewendet werden. Das also zu den nationalen Rechtsquellen, und dann hatte ich schon gesagt, auch das Steuerrecht ist keine rein nationale Angelegenheit mehr, sondern in Zeiten der Europäisierung, Globalisierung, Internationalisierung gibt es zunehmend unionsrechtliche, europäische Einflüsse, aber auch internationale Einflüsse auf das Steuerrecht. Im Bereich des Unionsrechts, des Rechts der Europäischen Union, gibt es eine recht weitgehende Harmonisierung im Bereich der indirekten Steuern, genau gesagt der
Umsatzsteuer. Da gibt es die Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die sehr detaillierte Vorgaben für den Bereich der Umsatzsteuern macht. Das heißt, die Umsatzsteuer ist innerhalb der Europäischen Union doch in sehr starkem Maße harmonisiert. Für den Bereich der direkten Steuern, beispielsweise Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, gilt das dagegen nicht. Da gibt es nur einige punktuelle Richtlinien der EU, die dann der Umsetzung bedürfen. Richtlinien bedürfen ja immer der Umsetzung in das nationale Recht. Im Bereich der Steuern gibt es bislang nur Richtlinien, denn die Steuerrechte der einzelnen EU-Mitgliedstaaten sind bislang recht wenig harmonisiert, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, sodass jedes Land seine Besonderheiten hat und dementsprechend kann man da schlecht mit Verordnungen arbeiten. Man muss durch Richtlinien die Möglichkeit geben, die Vorgaben der EU dann auch in das bestehende Steuersystem des betreffenden Mitgliedstaates einzupassen. Also es gibt einige Richtlinien. Wir werden darauf noch einmal im Abschnitt europäisches internationales Steuerrecht zurückkommen. Und von großer Bedeutung ist auch das Unionsprimärrecht, das heißt die Grundfreiheiten des AEUV, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und inzwischen auch die Grundrechte der EU-Grundrechtecharta. Darauf werde ich dann aber im Abschnitt europäisches internationales Steuerrecht noch einmal näher zurückkommen. Dort, wo wir unionsrechtliche Vorgaben haben, sei es in Gestalt von Sekundärrecht, von Richtlinien, sei es in Gestalt der Grundfreiheiten des AEUV oder der Grundrechte der Charta, ist auch für das Steuerrecht von Bedeutung die Rechtsprechung des EuGH. Dort, wo wir unionsrechtliche Vorgaben haben, steht die Letztentscheidungsbefugnis dem EuGH zu und wir werden das auch im Abschnitt europäisches internationales Steuerrecht noch einmal uns näher anschauen. Dann im Bereich des internationalen Steuerrechts sind vor allen Dingen zu erwähnen die Doppelbesteuerungsabkommen, DBA. In Doppelbesteuerungsabkommen, das sind völkerrechtliche Verträge, in der Regel bilaterale völkerrechtliche Verträge zwischen zwei unterschiedlichen Staaten. Und in diesen Doppelbesteuerungsabkommen wird in erster Linie geregelt, wie vermeidet man eine doppelte Besteuerung, sowohl in dem einen als auch in dem anderen Staat bei grenzüberschreitenden Sachverhalten. Es kann vorkommen, dass beide Staaten an sich nach ihrem nationalen Recht ein Besteuerungsrecht haben. Man versucht aber, eine Doppelbesteuerung, eine steuerliche Doppelbelastung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten möglichst zu vermeiden, weil das etwas ist, was die grenzüberschreitende Betätigung behindern würde, möglicherweise sogar komplett verhindern würde. Und das ist ein wichtiges Anliegen von Doppelbesteuerungsabkommen, die Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse so, dass möglichst grenzüberschreitende Sachverhalte nur einmal von einem Staat besteuert werden oder zumindest die steuerliche Belastung im Wege der Anrechnung beseitigt wird. Auch dazu werden wir noch einmal einige Dinge hören im Abschnitt europäisches internationales Steuerrecht. Also auch große Bedeutung der europäischen und internationalen Rechtsquellen. Und das Steuerrecht knüpft in vielfältiger Weise an das Zivilrecht an, an zivilrechtliche Gestaltungen an, aber auch an das Gesellschaftsrecht an. An zivilrechtliche Gestaltungen wird etwa angeknüpft im Umsatzsteuerrecht. Da haben Sie immer einen Austauschvertrag. Es wird eine bestimmte Sachleistung, Lieferung von Waren, Erbringung von sonstigen Leistungen, Dienstleistungen beispielsweise ausgetauscht gegen eine Zahlung von Geld. Da haben Sie also einen zivilrechtlichen Austauschvertrag. Im Erbrecht wird an den Erbfall angeknüpft, an eine testamentarische Regelung oder an die gesetzliche Erbfolge oder im Körperschaftssteuerrecht wird an das Vorhandensein einer juristischen Person, zum Beispiel einer Kapitalgesellschaft oder auch einer Stiftung, angeknüpft. Das heißt, da wird an das Gesellschafts-, an das Verbandrecht angeknüpft. Das Steuerrecht ist aber nicht völlig akzessorisch zum Zivilrecht. Man verwendet also für diesen Bereich des Zivilrechts, Gesellschaftsrechts, also Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Schuldrecht und so weiter, verwendet man im Steuerrecht den Oberbegriff Zivilrecht. Nicht ganz präzise, weil das Zivilrecht ja nur das bürgerliche Recht ein Teil des Privatrechts ist, aber diese Unterscheidung hat sich eingebürgert. Zivilrecht auf der einen Seite und Steuerrecht auf der anderen Seite. Das Steuerrecht ist also nicht vollständig akzessorisch zum Zivilrecht. Es wird also nicht jede zivilrechtliche Gestaltung anerkannt. Insbesondere gibt es im Steuerrecht eine wirtschaftliche Betrachtungsweise, Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtung. Das heißt, auch wenn wir formal juristisch eine bestimmte zivilrechtliche Gestaltung haben, die wirtschaftlichen Realitäten aber davon abweichen, dann stellt das Steuerrecht auf die wirtschaftliche Situation ab. Darauf werden wir ebenfalls noch einmal zurückkommen. Das heißt also, das Zivilrecht wird durch das Steuerrecht hier und da, insbesondere gestützt auf diese wirtschaftliche Betrachtungsweise, durchbrochen. Gleichwohl bildet das Zivilrecht in vielfältiger Weise auch Anknüpfungspunkte für die Besteuerung.
Ich hatte schon erwähnt, dass für jede steuerliche Belastung es eines förmlichen Parlamentsgesetzes bedarf. Und das bringt auch die Definition des Steuerbegriffs in § 3 der Abgabenordnung zum Ausdruck. Wir hatten uns die Definition in der letzten Stunde schon angeschaut. Und diese Definition enthält unter anderem das Element, dass diese Belastung, diese Geldleistungspflicht allen auferlegt wird, bei denen der Tatbestand zutrifft, an denen das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Man braucht also immer eine gesetzliche Regelung, die den Tatbestand der Besteuerung, den Tatbestand der steuerlichen Belastung regelt. Und dazu gehört zunächst einmal die Festlegung des Steuersubjekts. Wer ist also Adressat der Steuerpflicht? Das ist zum Beispiel bei der Einkommensteuer die natürliche Person, die bestimmte Einkünfte erzielt. Das ist bei der Körperschaftssteuer die juristische Person, die Einkünfte erzielt. Also Festlegung derjenigen Person, die Steuerschuldner ist, die also mit der Steuerpflicht rechtlich belastet wird. Dann muss weiter festgelegt werden das Steuerobjekt, das heißt, worauf greift die Besteuerung zu. Das wäre bei der Einkommensteuer das Einkommen der betreffenden natürlichen Person, bei der Körperschaftssteuer das Einkommen der juristischen Person oder bei der Gewerbesteuer ist das der stehende Gewerbebetrieb im Inland, das Steuerobjekt. Und hier unterscheidet man zwischen dem abstrakten Steuerobjekt und dem konkreten Steuerobjekt. Abstraktes Steuerobjekt bei der Einkommensteuer ist das gesamte Einkommen einer Person. Aber das Einkommensteuergesetz enthält zum Beispiel bestimmte objektive Steuerbefreiungen. Bestimmte Teile des Einkommens sind von der Besteuerung ausgenommen. Und das, was übrig bleibt, ist dann das konkrete Steuerobjekt, die sogenannte Bemessungsgrundlage. Es können darüber hinaus verschiedene Abzüge vom Bruttoeinkommen vorgenommen werden für Zwecke der Besteuerung und nur das, was nach diesen Abzügen, nach diesen Steuerbefreiungen übrig bleibt, ist das konkrete Steuerobjekt, die sogenannte Bemessungsgrundlage. Auf diese Bemessungsgrundlage wird dann der jeweilige Steuersatz, der jeweilige Steuertarif angewendet. Dann muss das Gesetz natürlich bestimmen den Steuertarif, den Steuersatz und dieser Steuersatz kann entweder ausgestaltet sein progressiv, das ist der Fall bei der Einkommensteuer. Wir haben bei der Einkommensteuer, das werden wir auch im Detail noch im Einkommensteuerrecht behandeln, einen progressiven Steuertarif, das heißt also, je höher das Einkommen, desto höher ist der Steuersatz. Das beginnt in der sogenannten Nullzone, das ist der Grundfreibetrag, das Existenzminimum. Bis ungefähr 9.400 Euro Einkommen findet keine Besteuerung statt. Das ist das Existenzminimum, das der Staat, eingedenk des Sozialstaatsprinzips unter anderem, dem einzelnen Steuerpflichtigen belassen muss, damit er sich eine menschenwürdige Mindestexistenz finanzieren kann. Dann geht es los mit ungefähr 14%, das ist der niedrigste, der Eingangssteuersatz, und geht dann bis 45%, das ist der Spitzensteuersatz, das also bei höheren Einkommen ab ungefähr, wir können mal kurz in den Paragraphen 32a ESTG hineinschauen, Paragraph 32a ESTG enthält die verschiedenen Tarifzonen bei der Einkommensteuer. Also Sie haben zunächst einmal die Nullzone bis 9.408 Euro, der sogenannte Grundfreibetrag. Und ab einem Einkommen von 270.000 und noch was Euro haben Sie den Spitzensteuersatz. Das sind dann 45%. Also in der Einkommensteuer ein progressiver Steuersatz. Anders in der Körperschaftssteuer, da haben wir einen proportionalen Steuersatz, der immer gleich ist, unabhängig von der Höhe des Einkommens. Und der beträgt bei der Körperschaftssteuer 15%. Auch in der Umsatzsteuer haben wir einen proportionalen Steuersatz. Der proportionale Steuersatz ist eher die Regel. Bei der Einkommensteuer haben wir die Besonderheit, dass hier aufgrund des Sozialstaatsprinzips und des Prinzips der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach der Höhe des Einkommens differenziert wird. Das ist nicht zwingend, aber das ist die Entscheidung des Gesetzgebers, dass höhere Einkommen eben mit einem höheren Steuersatz bei der Einkommensteuer belastet werden als niedrige Einkommen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wir also ein Steuersubjekt haben, wir das Steuerobjekt ermittelt haben auf der Grundlage der gesetzlichen Regelung und auch den Steuersatz angewendet haben, dann ist die Rechtsfolge, dass in der sich daraus ergebenden Höhe die Steuer geschuldet wird. Es entsteht dann also die Steuerschuld und
Da setzt dann das Steuerschuldrecht an. Jetzt gilt es zu bestimmen, wann wird die Steuerschuld fällig, unter welchen Voraussetzungen wird die Fälligkeit aufgeschoben und so weiter. Das machen wir dann alles im Steuerschuldrecht. An dieser Stelle noch ein Hinweis. Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, dass hier immer das sogenannte Fugen-S fehlt bei der Einkommensteuer. Man würde im allgemeinen Sprachgebrauch wohl eher sagen Einkommenssteuer oder auch Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer. Man würde also nach dem allgemeinen Sprachgebrauch immer das sogenannte Fugen-S einfügen. Das macht man aber im Steuerrecht nicht. Da heißt es dementsprechend Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Erbschaftssteuer, also alles ohne dieses Fugen-S. Kolportiert, dass es damit zusammenhängt, dass in Preußen man sehr ordnungsliebend war und man wollte dementsprechend die einzelnen Steuern einheitlich bezeichnen. Bei der Hundesteuer fügt man ja auch im allgemeinen Sprachgebrauch kein sogenanntes Fugen-S ein, auch nicht bei der Gewerbesteuer. Und das wollte man gerne aus preußischem Ordnungssinn einheitlich haben und hat dann auch dort, wo man eigentlich dieses Fugen-S im allgemeinen Sprachgebrauch einfügen würde, das weggelassen, um die Steuern einheitlich dann zu benennen. Dementsprechend heißt es Einkommensteuer, es heißt Versicherungssteuer, nicht Versicherungssteuer, Versicherungssteuer, Erbschaftssteuer. Das also bitte merken, ja, also das Fugen-S immer weglassen, das wirkt für steuerrechtliche Fachleute, das werden Sie ja auch jetzt, wenn Sie diesen Schwerpunkt absolvieren, wirkt das immer unprofessionell, wenn man Einkommenssteuer oder Erbschaftssteuer sagt. Auch in den Medien wird das oftmals gesagt. Das ist aber nicht korrekt, sondern die korrekte Bezeichnung ist eben ohne dieses Fugen-S. Das also hier am Rande. So, dann will ich abschließend noch kurz eingehen, weil sie bedauerlicherweise keine praktische Bedeutung haben, das muss man so klar sagen, auf verschiedene Reformvorschläge. Man ist sich jedenfalls außerhalb der Politik, in die Politik ist diese Erkenntnis, jedenfalls die derzeitige, noch nicht vorgedrungen. Man ist sich aber in Wissenschaft und Wirtschaft weitgehend einig, dass das aktuelle Steuerrecht erheblichen Reformbedarf hat in Deutschland. Es ist zu kompliziert, die Steuern sind zu hoch. Ich hatte Ihnen das in der letzten Stunde anhand dieser OECD-Studie aufgezeigt. Deutschland ist innerhalb der OECD, was jedenfalls die Besteuerung von Arbeitseinkommen angeht, an der Spitze, noch vor Belgien, das lange Zeit Spitzenreiter war. Die Steuern sind zu hoch, das Steuerrecht ist viel zu kompliziert. Es ist in Teilen völlig unsystematisch geworden, dadurch, dass man keine Gesetzgebung aus einem Guss hat, sondern sehr viel Flickschusterei, was auch damit zusammenhängt, dass das Steuerrecht sehr anfällig ist für den Versuch, in eine bestimmte politische Richtung bestimmte steuerliche Vorschriften auszurichten, und es ist dann eben mal die andere Richtung. Deswegen also ein sehr uneinheitliches, unsystematisches, in Teilen chaotisches Steuerrecht. Es ist also dringend reformbedürftig. Es hat auch verschiedene Ansätze in den letzten Jahren gegeben, die aber alle im Sande verlaufen sind. Es gibt also in der Politik keinen Reformwillen, das muss man ganz klar so sagen. Der Kölner Entwurf, ich will nur kurz auf diese Vorschläge eingehen, der blieb noch weitgehend innerhalb des bestehenden Besteuerungssystems, hat nur eine Reduzierung der Einkunftsarten für die Einkommenbesteuerung vorgesehen. Es gibt aktuell nach dem ESTG § 2 ESTG 7 Einkunftsarten. Einzelheiten kommen später im Einkommensteuerrecht. Das wollte man auf 4 reduzieren, hier und da Anpassungen noch vornehmen. Man wollte unter anderem auch einführen ein sogenanntes Familiensplitting. Auch darauf werde ich noch einmal im Einkommensteuerrecht eingehen. Das war aber ein Entwurf, der noch relativ moderat war, der sich weitgehend doch innerhalb der bestehenden Systematik hielt. Ein doch sehr revolutionärer Entwurf, kann man sagen, war das Bundessteuergesetzbuch, das von einer Forschergruppe unter Paul Kirchhoff erarbeitet worden ist. Das ist ein sehr umfassender Vorschlag über, ich glaube, fast 2000 Seiten mit Erläuterungen. Da war also durchaus eine revolutionäre Umgestaltung des Steuerrechts vorgesehen. Man wollte die Steuerarten sehr stark reduzieren auf
einige wenige Bundessteuern herunterbrechen, zuzüglich dann Landes- und Gemeindesteuern. Im Einkommensteuerrecht war vorgesehen eine erhebliche Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Beseitigung von Abzugsmöglichkeiten, Ausnahmeregelungen, Steuerbefreiungen. Dafür aber war vorgesehen eine sogenannte Flat Tax, ein proportionaler Steuersatz, unabhängig von der Höhe des Einkommens von 25%. Das gab dann einen großen Aufschrei, weil man der Auffassung war, dadurch würden ja Reiche günstiger gestellt. Ob das tatsächlich so ist, muss man allerdings doch bezweifeln, denn auf der anderen Seite sollten eben doch viele Steuerbefreiungstatbestände, viele Abzugsmöglichkeiten beseitigt werden. Also die Bemessungsgrundlage sollte verbreitert werden, dafür der Steuertarif abgesenkt werden und dadurch aber auch eine erhebliche Vereinfachung herbeigeführt werden. Das ist also ein Entwurf, über den man diskutieren kann, diskutieren sollte, über den aber in der Politik nicht diskutiert wurde. Auch dieser Entwurf ist dementsprechend nur ein Entwurf geblieben, hatte keinen Einfluss auf die Gesetzgebung und wurde von der Politik nahezu ignoriert. Dass Handlungsbedarf besteht, wird immer wieder auch in den Medien sehr deutlich gemacht, etwa in dem Artikel in der Welt, den ich hier angegeben habe, aber der Gesetzgeber unternimmt nichts, sondern fühlt sich offenbar in diesem aktuellen Steuerrecht mit hoher Steuerlast, hohem Grad an Komplexität und auch hohem Grad an fehlender Systematik ganz wohl. Also kurzum, es ist mit einer grundlegenden Reform des Steuerrechts nach derzeitigen Verhältnissen schlicht und einfach nicht zu rechnen, obwohl es dringend nötig wäre. Andere Länder sind da vorangeschritten. In den USA gab es eine umfassende Steuerreform. Auch Österreich hat in den letzten Jahren zwar nicht revolutionär, aber doch hier und da sein Steuerrecht reformiert. Und da muss man dann doch schauen, wo man im internationalen Steuerwettbewerb am Ende bleibt. So, abschließend zu diesem Teil der Vorlesung will ich an dieser Stelle noch kurz einen Blick werfen auf zentrale Grundprinzipien des deutschen Steuerrechts. Auch das werden wir nochmal im Steuerverfassungsrecht vertiefen. Ein ganz zentrales Prinzip ist das der Steuergerechtigkeit oder Steuergleichheit. Das ist ein Prinzip, das sich herleitet aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, das aber auch in Zeiten vor Inkrafttreten des Grundgesetzes anerkannt war. Das Steuersystem muss gerecht sein und das bedeutet zum einen, dass horizontale Steuergerechtigkeit bestehen muss. Das heißt, Personen mit ungefähr gleichem Einkommen müssen auch ungefähr gleich besteuert werden, gleich steuerlich belastet werden. Vertikale Steuergerechtigkeit bedeutet, Personen mit niedrigem Einkommen müssen in absoluten Zahlen zumindest weniger Steuern zahlen als Personen mit höherem Einkommen. Aus diesem Prinzip der Steuergerechtigkeit oder Steuergleichheit leitet sich weiter das Prinzip der Besteuerung nach der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab. Auch dieses Prinzip wird aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, dem allgemeinen Gleichheitssatz, hergeleitet. Das bedeutet, jeder darf nur in dem Umfang zur Besteuerung, insbesondere bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer, herangezogen werden, wie es seiner individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entspricht. Und diese Leistungsfähigkeit, die individuelle wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, kommt nicht in dem Bruttoertrag, den man erwirtschaftet, beispielsweise beim Arbeitnehmer, nicht in dem Bruttolohn zum Ausdruck, sondern in dem, was nach Abzug von zum einen erwerbsbezogenen Aufwendungen und zum anderen aber auch Aufwendungen zur Sicherung der eigenen Existenz und der Existenz der Familienangehörigen verbleibt, das sogenannte Nettoprinzip. Und da gibt es das objektive Nettoprinzip, das besagt, man muss erwerbsbezogene Aufwendungen, Aufwendungen, die man tätigt, um überhaupt erwerbstätig sein zu können, um überhaupt Einkommen erzielen zu können, die muss man grundsätzlich steuerlich in Abzug bringen können. Beispielsweise beim Arbeitnehmer, der immer zur Arbeit pendelt, dem muss es möglich sein, die Fahrtkosten für die Fahrt zu Arbeit steuerlich in Abzug zu bringen als sogenannte Werbungskosten. Und das subjektive Nettoprinzip, das besagt, dass man Aufwendungen zur Existenzsicherung steuerlich in Abzug bringen kann oder dass die der Besteuerung nicht unterliegen dürfen. Ein Ausfluss des subjektiven Nettoprinzips ist der Grundfreibetrag, den wir gerade kennengelernt haben. Beim Einkommensteuertarif wird ja ein Betrag bis ungefähr 9.400 Euro nicht besteuert. Das ist das Existenzminimum. Das sind die Aufwendungen, die Mindestaufwendungen, die man für eine menschenwürdige Existenz in Deutschland benötigt, pauschalierend betrachtet. Und das unterliegt gar nicht der Besteuerung und bestimmte Aufwendungen für den Unterhalt der Kinder, beispielsweise für die Erziehung, Ausbildung der Kinder, können pauschaliert
in Abzug gebracht werden. Das ist also das subjektive Nettoprinzip. Darauf werden wir sowohl im Steuerverfassungsrecht als auch dann im Einkommensteuerrecht noch einmal im Detail zurückgreifen. So, das also zu diesem Teil der Vorlesung. Sie finden hier noch einige Vertiefungshinweise und wir würden jetzt im nächsten Teil der Vorlesung uns beschäftigen mit dem Steuerverfassungsrecht und darüber hinaus auch mit den europäischen und internationalen Grundlagen des Steuerrechts, zunächst einmal aber zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen des Steuerrechts. Da will ich zunächst einmal das sogenannte Finanzverfassungsrecht besprechen. Das heißt, das sind die Vorgaben, die die Finanzverfassung macht, bezüglich zunächst einmal der Gesetzgebungskompetenz im Bereich der Steuern. Wir haben ja einen Bundesstaat, wir haben zunächst einmal die zwei Ebenen Bund und Länder und dann kommen noch die Kommunen dazu. Und diese drei Ebenen müssen auch im Bereich der Steuern berücksichtigt werden. Zum einen bei der Aufteilung der Steuergesetzgebungskompetenz. Wem steht also die Kompetenz zu, Gesetze auf dem Gebiet der Steuern zu erlassen? Bund, Länder, Kommunen kommen hier in Betracht. Das Gleiche gilt für die Steuerertragskompetenz. Wem steht also das Aufkommen aus den verschiedenen Steuerarten zu? Wer hat die Steuerertragskompetenz? Auch hier haben wir drei Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden. Alle müssen irgendwie sich finanzieren, müssen also irgendwie am Gesamtsteueraufkommen beteiligt werden. Das ist ebenfalls in der Finanzverfassung, im Finanzverfassungsrecht, Artikel 104a folgende Grundgesetz geregelt. Und die Steuerverwaltungskompetenz, wer verwaltet, wessen Behörden verwalten also die einzelnen Steuerarten. Das sind die Fragen, mit denen sich die Finanzverfassung beschäftigt, Artikel 104a folgende Grundgesetz. Und wir wollen uns zunächst einmal anschauen, die Steuergesetzgebungskompetenz. Wem steht in einem Bundesstaat, in einem föderalen Bundesstaat die Gesetzgebungskompetenz zu? Bund, Länder und Gemeinden kommen hier als Gesetzgeber in Betracht. Die Gesetzgebungskompetenz regelt im Wesentlichen Artikel 105 Grundgesetz und dieser Artikel 105 Grundgesetz ist eine Spezialvorschrift, speziell für den Bereich der Steuern, im Verhältnis zu den allgemeinen Regeln über die Gesetzgebungskompetenz der Artikel 73 folgende Grundgesetz, die Sie schon aus der Vorlesung Staatsorganisationsrecht kennen. Artikel 105, also eine Spezialvorschrift, die die allgemeinen Vorschriften der 73 folgende Grundgesetz verdrängt. Auch der Artikel 105 unterscheidet zwischen der ausschließlichen und der konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit. Es gibt also eine ausschließliche des Bundes, es gibt eine ausschließliche der Länder und es gibt eine konkurrierende und die ist ganz ähnlich geregelt wie in Artikel 72 in den allgemeinen Vorschriften über die Verteilung der Gesetzgebungszuständigkeit. Dazu kommen wir gleich. Zunächst einmal ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Das regelt Artikel 105 Absatz 1 Grundgesetz. Und Artikel 105 Absatz 1 Grundgesetz sagt, der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über die Zölle und Finanzmonopole. Das ist also nicht besonders viel. Und von praktischer Bedeutung sind ohnehin nur noch die Zölle. Die Finanzmonopole gibt es nicht mehr. Es gab noch bis 2017 das sogenannte Branntweinmonopol. Das war also die Befugnis des Bundes, Branntwein herzustellen, dort auch zu besteuern. Dieses Branntweinmonopol, das wurde allerdings dann an Privatunternehmen delegiert. Das wurde aber von der EU-Kommission als unvereinbar mit dem EU-Recht beanstandet. Man hat sich dann mit der EU-Kommission geeinigt, dass man das bis 2017 noch weiterlaufen lässt, danach aber beendet. Das Branntweinmonopol, das ist also jetzt bedeutungslos. Das steht nur noch aus historischen Gründen in Artikel 105 Absatz 1. Im Bereich der Zölle aber nach wie vor eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Zölle sind Abgaben im grenzüberschreitenden Verkehr, die entweder an die Einfuhr von Waren oder Dienstleistungen oder an die Ausfuhr anknüpfen. Innerhalb der EU sind ja Zölle abgeschafft nach dem AEUV. Innerhalb der EU gibt es keine Zölle mehr, wohl aber im Verhältnis zu Drittstaaten. Und die Gesetzgebungskompetenz steht hier dem Bund zu. Der Bund ist ja auch für die Grenzsicherung an den Bundesgrenzen zuständig. Und dann liegt es nahe, dem Bund auch die Gesetzgebungszuständigkeit an den Grenzen in Bezug auf Zölle zuzuweisen. Die Zölle können als Unterfall der Verbrauchsteuern eingeordnet werden. Die Zölle haben ebenfalls die
Besonderheit, dass sie üblicherweise bei der Preisgestaltung an die Endverbraucher weitergegeben werden. Das heißt, es handelt sich um eine indirekte Steuer. Steuerschuldner ist der Unternehmer, der Waren ausführt oder einführt, aber wirtschaftlich endgültig belastet wird aufgrund der Preisgestaltung. Es wird also nicht der Nettopreis den Verbrauchern dann als Preis aufgegeben, sondern auch der Betrag der Zölle. Der wirtschaftlich belastet ist der Endverbraucher und deswegen kann man die Zölle als Verbrauchsteuern einordnen. In diesem Bereich also ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Dann regelt Artikel 105 Absatz 2 Grundgesetz die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Konkurrierende Gesetzgebungskompetenz heißt wie im allgemeinen Verfassungsrecht, dass der Bund unter bestimmten Voraussetzungen hier gesetzgeberisch tätig werden kann. Und dann, wenn er das getan hat, dann sperrt er die Gesetzgebungskompetenz der Länder. Dort aber, wo der Bund nicht von seiner konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, bleibt es bei der Zuständigkeit der Länder. In dem Sinne also konkurrierende Gesetzgebungskompetenz. Die Länder sind hier nur und erst zuständig, wenn der Bund von seiner Zuständigkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Wo hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz? Zum einen im Bereich der Grundsteuer. Da gibt es auch ein entsprechendes Bundesgesetz, das Grundsteuergesetz. Die Länder haben aber die Möglichkeit, den Steuersatz dann festzulegen durch Landesgesetz. Und dementsprechend unterscheiden sich die Steuersätze bei der Grundsteuer. Und die, beziehungsweise dann auf kommunaler Ebene, wenn das an die Kommunen delegiert worden ist. Und die übrigen Steuern außerhalb der Grundsteuer, da steht dem Bund die Gesetzgebungskompetenz zum einen dann zu, wenn dem Bund das Aufkommen aus der betreffenden Steuerart ganz oder teilweise zusteht. Da muss man sich also die Regelungen über die sogenannte Ertragskompetenz anschauen. Artikel 106 Grundgesetz regelt die Verteilung des Steueraufkommens. Und immer dann, wenn das Aufkommen aus einer bestimmten Steuer dem Bund ganz oder zumindest teilweise zusteht, das trifft insbesondere für die großen Steuerarten Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer zu, dann hat er die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit und weitere Voraussetzungen müssen hier nicht erfüllt sein, insbesondere nicht das Erforderlichkeitskriterium des Artikels 72 Grundgesetz. Wir schauen einmal kurz in den Artikel 106 und in Artikel 106 finden Sie in Absatz 3 die sogenannten Gemeinschaftssteuern. Und Artikel 106 Absatz 3 sagt, das Aufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu. Das heißt, hier hat der Bund einen Anteil und das bedeutet, in diesem Bereich hat der Bund auch die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit, von der er auch bei allen diesen drei Steuerarten Gebrauch gemacht hat. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer sind durch Bundesgesetz geregelt. Bei Steuerarten, bei denen der Bund keinen Anteil am Steueraufkommen hat. Da sagt Artikel 105 Absatz 2 Satz 2, dann müssen die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 vorliegen. Und Artikel 72 Absatz 2 sagt, der Bund darf gesetzgeberisch tätig werden, entweder zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse oder zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit und immer unter der Voraussetzung, dass eine bundesgesetzliche Regelung für diesen Zweck, also Herstellung gleicher Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit erforderlich ist. Dieses Erforderlichkeitskriterium wird vom Bundesverfassungsgericht aber recht großzügig ausgelegt. Das Bundesverfassungsgericht stellt an diese Anforderung der Erforderlichkeit nur recht geringe Anforderungen, sodass man in aller Regel davon ausgehen kann, dass wenn der Bund in einem Bereich der zu den übrigen Steuern gehört, bei denen ihm kein Aufkommen zusteht, etwa der Erbschaftssteuer, da steht das Aufkommen den Ländern zu. Da sieht das Bundesverfassungsgericht aber dieses Erforderlichkeitskriterium als erfüllt an. Das heißt, es ist eine relativ geringe Hürde. Hier also konkurrierende Gesetzgebungskompetenz und in den allermeisten Bereichen hat der Bund auch von seiner Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht. Und wenn das der Fall ist, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht hat, dann ist die Gesetzgebungskompetenz der Länder gesperrt. Die Länder haben, das ergibt sich dann wieder aus der allgemeinen Vorschrift des Artikels 72 Absatz 1 Grundgesetz,
in diesem Bereich nur eine Gesetzgebungszuständigkeit, solange der Bund keinen Gebrauch gemacht hat. Und für die Beantwortung der Frage, ob der Bund bezüglich einer bestimmten Steuerart Gebrauch gemacht hat, muss man immer die Frage stellen, ist die Steuer, die ein bestimmtes Land einführen möchte, gleichartig mit der schon bundesgesetzlich geregelten Steuer oder nicht? Dort, wo die Länder Steuern einführen wollen durch Landesgesetz, die bundesgesetzlich geregelten Steuern nicht gleichartig sind, da können sie noch von ihrer Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch machen, dagegen nicht im Bereich, in dem wir schon eine gleichartige Bundessteuer haben. Und für die Frage der Gleichartigkeit sind zum einen zu berücksichtigen die steuerbegründenden Tatbestände, insbesondere was ist der Steuergegenstand, was ist der Besteuerungsmaßstab, und es kommt darauf an, ob die gleiche Quelle wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit betroffen ist. Ist das der Fall, dann haben wir es mit einer gleichartigen Steuer zu tun und dann dürfen die Länder von ihrer Gesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch machen. Dieses Gleichartigkeitskriterium spielt allerdings in der Praxis keine große Rolle an dieser Stelle. Dieses Gleichartigkeitskriterium spielt bei den Kommunalsteuern eine deutlich größere Rolle. Hier im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund und Ländern weniger, weil der Bund doch sehr umfassend von seiner konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat. Auch die Vermögensteuer fällt unter die konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit und der Bund hat ein Vermögensteuergesetz erlassen. Das ist nach wie vor in Kraft. Das wird nicht mehr angewendet. Ich hatte das in der letzten Stunde erwähnt, weil das Bundesverfassungsgericht im Jahr 1995 eine zentrale Vorschrift des Vermögensteuergesetzes für verfassungswidrig, unvereinbar mit Artikel 3.1 Grundgesetz erklärt hat. Seit 1997 wird die Vermögensteuer daher nicht mehr erhoben. Das Vermögensteuergesetz ist aber nach wie vor in Kraft und sperrt dementsprechend auch die Gesetzgebungskompetenz der Länder. Es haben einige Länder immer mal wieder Vorstöße gemacht, ein eigenes Vermögensteuergesetz zu erlassen. Das scheitert aber eben daran, dass nach wie vor formell das Vermögensteuergesetz des Bundes in Kraft ist. Und solange das der Fall ist, kann es keine Vermögensteuer der einzelnen Länder geben. Wenn bei einer bestimmten Steuer das Aufkommen ganz oder zumindest teilweise den Ländern oder Gemeinden zufließt, kann gleichwohl der Bund eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit haben nach Maßgabe des 105 Absatz 2, aber immerhin ordnet für diese Fälle Artikel 105 Absatz 3 Grundgesetz an, dass es für das entsprechende Bundesgesetz der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Das heißt also, die Länder können dann im Bundesrat immerhin auf dieses Steuergesetz des Bundes Einfluss nehmen. Das also zur Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes, ausschließliche konkurrierende, und es gibt auch eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder, zum einen bezüglich des Steuersatzes der Grunderwerbsteuer. Das wäre also ein Bereich der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Länder, allerdings nur bezüglich des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer als solche ist in einem Bundesgesetz geregelt. Die Länder können aber den Grunderwerbsteuersatz ausgehend von einem bestimmten Mindestbetrag dann frei festsetzen. Deswegen gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Und darüber hinaus, und das ist der Hauptbereich letztendlich, wo es auch hier und da einmal zu Rechtsstreitigkeiten vor den Finanzgerichten oder auch den Verwaltungsverfassungsgerichten kommt, eine ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit auch im Bereich der sogenannten örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern. Das ist Artikel 105 Absatz 2a. Die Länder haben die Befugnis zur Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern und dann eine wichtige Einschränkung, solange und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind. Auch hier haben wir wieder dieses Gleichartigkeitserfordernis und das ist in der Praxis auch oft schon relevant geworden. Örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern, wir haben die Unterscheidung zwischen Verbrauchsteuern und Aufwandsteuern in der letzten Stunde schon kennengelernt. Verbrauchsteuern, da wird angeknüpft an den Verbrauch verbrauchsfähiger Wirtschaftsgüter, wohingegen bei den Aufwandsteuern angeknüpft wird an die Aufrechterhaltung eines bestimmten tatsächlichen oder rechtlichen Zustands, in dem auch eine bestimmte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit im privaten Bereich zum Ausdruck kommt, etwa die Unterhaltung einer Zweitwohnung, das Halten eines Hundes oder auch eines Pferdes. Das wären also
solche Zustände, an die die Aufwandsteuer anknüpft. Nur für örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern besteht eine Gesetzgebungszuständigkeit, eine ausschließliche der Länder, nicht dagegen für Verbrauchsteuern, die nicht örtlich radiziert sind. Örtlich bedeutet, dass an lokale Gegebenheiten, insbesondere an eine Sache, die im Gemeindegebiet belegen ist oder einen Vorgang, der im Gemeindegebiet stattfindet, angeknüpft wird. Das kann man zum Beispiel bei der Umsatzsteuer als allgemeiner Verbrauchsteuer nicht sagen. Das wäre dementsprechend keine örtliche. Die Umsatzsteuer ist nicht ortsgebunden, sondern die kann überall im Bundesgebiet anfallen. Anders dagegen zum Beispiel bei der Zweitwohnungssteuer. Da wird angeknüpft an die Belegenheit der Zweitwohnung im Gemeindegebiet. Das wäre also klar eine örtliche Aufwandsteuer. Und die steuerliche Belastungs- bzw. Gestaltungswirkung der betreffenden Steuer muss sich auch in der Regel auf das Gemeindegebiet beschränken. Das sind also die Voraussetzungen für die Örtlichkeit dieser Steuern und nur für die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, die also einen in diesem Sinne örtlichen Bezug haben, steht eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder. Allerdings machen die Länder von dieser ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz in der Regel nicht Selbstgebrauch, sondern die Länder haben diese ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit in der Regel, jedenfalls die Länder, die überhaupt Kommunen haben, das trifft ja auf die Stadtstaaten nicht zu, haben das übertragen auf die Kommunen durch entsprechende Regelungen in den Kommunalabgabengesetzen, so etwa auch in Schleswig-Holstein. Da haben wir in § 1 KAG Schleswig-Holstein die Regelung, dass die Gemeinden und Kreise berechtigt sind, Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu erheben, soweit nicht Bundes- oder Landesgesetze etwas anderes bestimmen. Damit wird also diese ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit aus Artikel 105 Absatz 2a Grundgesetz, die eigentlich den Ländern zusteht, auf die Kommunen übertragen. Und die Kommunen machen dann durch eine entsprechende Satzung von dieser Regelungsbefugnis im Bereich der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern Gebrauch. Voraussetzung allerdings für diese ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, diese örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern dürfen bundesgesetzlich geregelten Steuern nicht gleichartig sein. Das ist also eine wichtige Einschränkung und daran ist in der Praxis auch schon das ein oder andere Mal eine solche örtliche Verbrauch- oder Aufwandsteuer gescheitert. Die Gleichartigkeit beurteilt sich zunächst einmal anhand des Steuergegenstandes, was ist also Objekt der betreffenden Steuer, dann auch der konkrete Gegenstand, die Bemessungsgrundlage, die Erhebungstechnik. Beispielsweise erfolgt eine Veranlagung, das heißt, reicht man eine Steuererklärung ein und das Finanzamt prüft dann, ob und in welcher Höhe Steuer angefallen ist. Oder findet ein Steuerabzug an der Quelle statt, Quellensteuerabzug etwa bei der Lohnsteuer? Und wie sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der betreffenden Steuer? Das ist also immer die Voraussetzung. Und das war beispielsweise mal umstritten bei einer sogenannten Verpackungssteuer. Da hat eine Kommune auf der Grundlage ihrer abgeleiteten Gesetzgebungszuständigkeit nach dem entsprechenden Kommunalabgabengesetz eine Verpackungssteuer erlassen. Das heißt also, wenn insbesondere beim Verkauf von Essen in einem Imbiss, darauf zielte das vor allen Dingen ab, Einwegverpackung verwendet wurde, dann musste entsprechend der Menge der Verpackung eine bestimmte Steuer gezahlt werden. Und da stellte sich die Frage, ist das nicht womöglich gleichartig mit der Umsatzsteuer und damit mit einer bundesgesetzlich geregelten Steuer? Die Verpackungssteuer kann man durchaus als Verbrauchsteuer einordnen und da nur solche Verpackungen, Verwendungen von Verpackungen im Gemeindegebiet besteuert werden sollten nach dieser gemeindlichen Satzung, war auch durchaus dieser örtliche Bezug gegeben. Die Frage aber war die der Gleichartigkeit mit der Umsatzsteuer. Und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, nein, wir haben keine Gleichartigkeit. Bei der Umsatzsteuer wird ja an das Entgelt angeknüpft. Da wird also ein bestimmter Prozentsatz des Entgelts, das zwischen den Parteien für die Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen vereinbart worden ist. Da wird das Entgelt also besteuert, ein bestimmter Prozentsatz des Entgelts muss als Steuer abgeführt werden. Bei der Verpackung wird aber nicht an das Entgelt angeknüpft, sondern es wird angeknüpft an die Verwendung einer Verpackung und darauf wird dann gewissermaßen eine Pauschale erhoben, ohne Verknüpfung mit dem Entgelt. Und bei der
Umsatzsteuer ist es darüber hinaus auch so, es soll hier nicht ein bestimmtes Verhalten unterbunden werden, sondern hier dient die Steuer primär der Einnahmenerzielung des Staates. Bei der Verpackungssteuer war aber die Zielsetzung eher eine Lenkungszielsetzung. Man wollte also die Verwendung von Einwegverpackungen verhindern. Man wollte erreichen, dass möglichst Mehrweggeschirr verwendet wird, insbesondere in Imbissbuden und so weiter. Das heißt also, wir haben hier auch eine Lenkungswirkung und wenn man das alles zusammen betrachtet, wirtschaftliche Auswirkungen. Es soll also hier nicht primär der Einkünfteerzielung, sondern der Vermeidung von zu viel Verpackungsmüll dienen. Wenn man das betrachtet, dann haben wir keine Gleichartigkeit, so hat es das Bundesverfassungsgericht gesehen und dementsprechend konnte diese Verpackungssteuer wirksam eingeführt werden. Weitere Beispiele für solche örtlichen kommunalen Verbrauch- und Aufwandsteuern sind die Hunde- bzw. Pferdesteuer. Das sind Aufwandsteuern, die an einen bestimmten Zustand, nämlich das Halten eines Hundes, das Halten eines Pferdes anknüpfen. Auch hier haben wir den örtlichen Bezug. Erfasst werden nur Hunde bzw. Pferde von Einwohnern des Gemeindegebietes. Eine Spielgerätesteuer haben einige Kommunen für Spielgeräte, Spielautomaten, die im Gemeindegebiet aufgestellt werden. Wir hatten schon gesprochen über die sogenannte Kulturförderabgabe, die auch als Bettensteuer bezeichnet wird. Da muss für jede private Hotelübernachtung ein bestimmter Betrag an Steuer gezahlt werden, für jede Nacht, die man im Hotel verbringt, ein bestimmter Betrag. Auch da könnte man die Frage aufwerfen, ist das gleichartig mit der Umsatzsteuer? Auch das wurde aber von der Rechtsprechung verneint. Keine Gleichartigkeit mit der Umsatzsteuer, denn hier wird ja nicht an das Entgelt angeknüpft, sondern pro Nacht ist diese Pauschalsteuer zu entrichten. Und mit dieser Kulturförderabgabe will man diejenigen, die privat in einem Hotel übernachten, pauschalisierend an den Kosten für die kulturelle Infrastruktur, für Theater, Kinos, Freizeitaktivitäten und so weiter beteiligen. Man unterstellt also, dass wenn man privat in einem Hotel übernachtet, man diese Kulturinfrastruktur in Anspruch nimmt und daran wird dann der Betreffende beteiligt. Nicht verfassungskonform war dagegen die Erhebung dieser Kulturförderabgabe auf Geschäftsreisen, denn wer geschäftlich reist, der tut das zur Einkünfteerzielung. Er tätigt erwerbsbezogene Aufwendungen. Das ist etwas, was ins Einkommensteuerrecht fällt. Das ist bundesgesetzlich geregelt. Das heißt, für diesen Bereich, für den Bereich gewerblicher, beruflicher Übernachtungen durfte man diese Kulturförderabgabe nicht einführen. Das haben aber die entsprechenden Kommunen inzwischen korrigiert. Zweitwohnungssteuer, da wird ebenfalls angeknüpft an das Aufrechterhalten eines bestimmten Zustands, nämlich das Unterhalten einer Zweitwohnung. Darin kommt eine bestimmte Leistungsfähigkeit im privaten Bereich zum Ausdruck. Man kann sich eine Zweitwohnung leisten und mit dieser Zweitwohnungssteuer sollen die Personen, die eben nur vorübergehend im Gemeindegebiet sind und dementsprechend nicht zum Anteil der Kommune am Einkommen, Steueraufkommen, Körperschaftsteueraufkommen beitragen, die sollen dann auf diesem Wege an der kommunalen Infrastruktur, an der Finanzierung der kommunalen Infrastruktur beteiligt werden. Auch das keine gleichartige Steuer. Auch diese Steuer wurde als verfassungskonform angesehen von den Gerichten und über die Verpackungssteuer haben wir gerade schon gesprochen. Das ist also der Bereich der konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit und hier erfolgt dann aufgrund der Übertragung der Gesetzgebungszuständigkeit durch die Kommunalabgabengesetze der Länder. Hier erfolgt die Rechtsetzung durch gemeindliche Satzung. Hier erfolgt auch die Steuerverwaltung durch die Gemeinden. Und das hat zur Konsequenz auch, dass wir einen anderen Rechtsweg haben. Wir haben im Bereich dieser örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuer nicht den Finanzrechtsweg, nicht die Zuständigkeit der Finanzgerichte, sondern der allgemeinen Verwaltungsgerichte. Das ist eine weitere Konsequenz aus der Delegation dieser Befugnis an die Gemeinden. Dann haben die Gemeinden ein verfassungsrechtlich verbrieftes sogenanntes Hebesatzrecht im Bereich der Gewerbesteuer und im Bereich der Grundsteuer. Das sind Steuerarten, die zumindest im Wesentlichen den Gemeinden zufließen, also jedenfalls bezüglich des Steueraufkommens, der Ertragshoheit ebenfalls kommunale Steuern sind. Und dann liegt es nahe, dass die Gemeinden hier auch das sogenannte Hebesatzrecht haben. Das heißt, die Gemeinden
können ausgehend von einer Vorgabe für einen Mindeststeuersatz hier den endgültigen Steuersatz wiederum durch gemeindliche Satzung festlegen. Das ist also in Artikel 106 Absatz 6 Grundgesetz geregelt. Da haben wir dieses Hebesatzrecht im Bereich der sowohl Grundsteuer als auch der Gewerbesteuer. 106 Absatz 6 Satz 2, den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen, den endgültigen Steuertarif also festzulegen. Das also aus der Erwägung heraus, dass diese Steuern ja im Wesentlichen den Kommunen zufließen und sie sollen dann auch bestimmen können, wie hoch ist der Steuersatz. Im Bereich der Gewerbesteuer, das hatte ich bereits erwähnt, dient diese Möglichkeit der Gemeinden, den Gewerbesteuerhebesatz individuell festzusetzen, auch dem Steuerwettbewerb unter den Kommunen. Das hatte ich bereits erwähnt, das ist also von der Verfassung durchaus so gewollt. Über dieses Hebesatzrecht hinaus gibt es keine eigene Steuergesetzgebungskompetenz der Gemeinden. Auch im Bereich der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern haben wir ja eine Zuständigkeit der Länder, nicht der Gemeinden. Die Länder delegieren das dann durch entsprechende Gesetze an die Gemeinden, aber die Gemeinden haben insoweit keine Verfassungsposition. Das heißt, die Länder könnten durchaus dieses Gesetzgebungsrecht im Bereich der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern wieder den Gemeinden entziehen. Das wäre also verfassungskonform. Das Einzige, was den Gemeinden garantiert ist, ist das Hebesatz, verfassungsrechtlich garantiert ist, ist das Hebesatzrecht. Weitere Gesetzgebungsbefugnisse, jedenfalls verfassungsrechtlich verbriefte Gesetzgebungsbefugnisse, haben die Gemeinden im Bereich der Steuern nicht und können auch nicht aus dem Recht auf Selbstverwaltung hergeleitet werden, denn wir haben in Gestalt der Finanzverfassung, der 104a folgende Grundgesetz, eine abschließende Spezialregelung, die keinen Rückgriff auf allgemeine Vorschriften im Bereich der Gesetzgebungskompetenz zulässt. Im Zusammenhang mit der Gesetzgebungskompetenz stellt sich immer mal wieder die Frage, steht dem Steuergesetzgeber, Bund, Länder, Gemeinden, ein Steuererfindungsrecht zu. Darf er also neue Steuern erfinden? Darf er also sich Steuerinnovationen ausdenken? Und hin und wieder kommen entsprechende Ideen von neuen Steuern. Und es stellt sich an dieser Stelle also die Frage eines allgemeinen Steuererfindungsrechts des Gesetzgebers. Ein solches lehnt das Bundesverfassungsgericht aber ab. Hier gibt es die grundlegende Entscheidung zur sogenannten Kernbrennstoffsteuer. Da hat man durch Bundesgesetz eine sogenannte Kernbrennstoffsteuer eingeführt, wie die Bezeichnung schon sagt, auf Kernbrennstoffe. Das heißt also auf radioaktives Material, das man in Kernkraftwerken verwendet. Und der Bundesgesetzgeber war der Auffassung, das sei eine Verbrauchsteuer, denn es werde ja der Kernbrennstoff verbraucht. Und die Verbrauchsteuer ist in Artikel 105, 106 Grundgesetz genannt. Das heißt also, das wäre eine Steuerart, die das Grundgesetz anerkennt. Das Bundesverfassungsgericht geht im Ausgangspunkt davon aus, es dürfen nur diejenigen Steuern erlassen werden, die das Grundgesetz vorsieht. In dem Sinne haben wir also im Grundgesetz einen Numerus Clausus der Steuerarten. Steuerarten, die in den Artikeln 105, 106 Grundgesetz nicht erwähnt werden, dürfen dementsprechend auch nicht erlassen werden. Jetzt stellte sich die Frage, die Verbrauchsteuer wird erwähnt. Ist diese Kernbrennstoffsteuer eine Verbrauchsteuer, wie das der Gesetzgeber geltend gemacht hat, oder nicht? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, das ist keine Verbrauchsteuer. Bei der Verbrauchsteuer ist kennzeichnend, wir haben es mit einem Anknüpfen an einem Verbrauch im privaten Bereich zu tun. Dementsprechend wird auch immer der Endverbraucher endgültig belastet. Das kann man aber für Kernbrennstoffe nicht sagen. Die werden ja nicht an irgendwelche Endverbraucher weiter veräußert und es findet hier keine wirtschaftliche Belastung irgendwelcher Endverbraucher statt, sondern diese Kernbrennstoffe sind Produktionsmittel. Damit wird Energie erzeugt in Kernkraftwerken und die Energie wird dann an Endverbraucher weitergeliefert, nicht aber der Kernbrennstoff als solcher. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist eine Steuer eigener Art, keine Verbrauchsteuer, eine Steuer, die nicht im Katalog der 105, 106 zu finden ist und dementsprechend keine Gesetzgebungskompetenz für den Erlass einer solchen Kernbrennstoffsteuer. Diese Frage des Steuererfindungsrechts des Gesetzgebers ist noch einmal aufgetaucht, als man zeitweise diskutiert hat, die Einführung einer CO2-Steuer. Da sollte also der Ausstoß von CO2 besteuert werden.
Auch das ist aber keine Verbrauchsteuer, denn hier wird ja gerade nicht an den Verbrauch von CO2 angeknüpft, dann müsste man Pflanzen besteuern, sondern es wird an den Ausstoß von CO2, also gewissermaßen das Gegenteil, angeknüpft. Es ist keine Verbrauchsteuer und eine solche CO2-Steuer wäre auch nichts, was sich irgendeiner anderen im Katalog der 106 genannten Steuerarten zuordnen ließe. Also kurzum, keine Gesetzgebungszuständigkeit für eine CO2-Steuer und eine solche wäre dementsprechend verfassungswidrig. Dementsprechend hat man auch dieses Vorhaben fallen gelassen wieder. Man kann aber natürlich den CO2-Ausstoß im Rahmen der Einkommenbesteuerung berücksichtigen, etwa in der Weise, dass für Elektrofahrzeuge günstige Regelungen, was beispielsweise die Geltendmachung von Betriebsausgaben, Werbungskosten angeht, eingeführt werden als für Fahrzeuge, die CO2 ausstoßen. Und bei der Kfz-Steuer berücksichtigt man den CO2-Ausstoß auch. Das ist durchaus zulässig, dass man das im Rahmen bestehender Steuerarten, die im Artikel 506 vorgesehen sind, berücksichtigt. Aber man kann keine CO2-Steuer als solche einführen. Dafür bedürfte es einer Verfassungsänderung. Auch aktuell taucht die Frage eines allgemeinen Steuererfindungsrechts des Gesetzgebers wieder auf im Zusammenhang mit der Diskussion über die Finanzierung der Corona-Folgekosten durch die Corona-Maßnahmen des Bundes und der Länder und der Kommunen. Sind erhebliche wirtschaftliche Schäden entstanden, die zu erheblichen mehr Ausgaben des Staates auch führen, der dann bestimmte Branchen finanziell unterstützen muss und darüber hinaus auch weniger Steuereinnahmen hat durch die Wirtschaftskrise. Das muss alles irgendwie finanziert werden. Und natürlich denkt man in Deutschland wieder an Steuererhöhungen, an neue Steuern. Und hier ist in die Diskussion eingeführt worden, unter anderem von Frau Esken, der Co-Vorsitzende der SPD, aber auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hat einen solchen Vorschlag unterbreitet. Zum einen eines Corona-Solidaritätszuschlags, der nur die oberen 10% der Einkommensteuerpflichtigen treffen soll. Das heißt also nur diejenigen Einkommensteuerpflichtigen, die zu den 10% höchsten oder die 10% höchsten Einkommen erzielen. Auf die soll das beschränkt sein, also Reiche, könnte man etwas plump sagen, sollen betroffen werden. Und man diskutiert weiter eine einmalige Corona-Vermögensabgabe für Haushalte mit einem Nettovermögen von mehr als 2,5 Millionen Euro. Das ist also ein Vorschlag, der momentan durch die Welt geistert, durch Deutschland besser gesagt geistert. Und Herr Scholz hat das auch schon einmal aufgegriffen. Das heißt also, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass da in diese Richtung etwas kommt. Ja, was ist dazu zu sagen? Zunächst einmal, beide Steuern sind tatsächlich im Gesetz vorgesehen. Wir haben einmal in Artikel 106, da wird erwähnt, eine Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer. Das ist also etwas, was durchaus zulässig ist. Dieser Solidaritätszuschlag, Corona-Solidaritätszuschlag, würde dann ergänzend zur Einkommen-Körperschaftsteuer hinzutreten, sowie der schon bestehende Solidaritätszuschlag zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit, der ja auch umstritten ist. Das wäre also von der Gesetzgebungskompetenz durchaus gedeckt. Die Frage ist die Ausgestaltung, die man vorgeschlagen hat, nämlich dass man diesen Solidaritätszuschlag nur erhebt auf die 10% höchsten Einkommen. Ist das verfassungskonform? Da gibt es doch ganz erhebliche Zweifel. Man hat ja auch für den schon bestehenden Wiedervereinigungssolidaritätszuschlag ab 2021 schmilzt man das ab, sodass am Ende nur noch die 10% reichsten Einkommensteuerpflichtigen betroffen sind. Auch da kann man sich fragen, ist das vereinbar mit Artikel 3.1 Grundgesetz? Man hat zunächst einmal eine Ungleichbehandlung. Es werden die Bezieher höherer Einkommen belastet, die niedriger Einkommen nicht. Es ist eine Ungleichbehandlung. Die Frage ist das sachlich gerechtfertigt? Und wenn man das Wesen dieses Solidaritätszuschlags sich anschaut, dieser dient ja gerade dazu, dass alle Teile der Bevölkerung solidarisch, wie die Bezeichnung schon sagt, zur Finanzierung besonderer Kosten, besonderer Lasten beitragen. Und damit wäre es kaum vereinbar, wenn man weite Teile der Bevölkerung von dieser Belastung ausnehmen würde und nur
eben die Reichsten belasten würde. Das würde im Ergebnis hinauslaufen auf eine Erhöhung des Einkommensteuertarifs, eine verdeckte Erhöhung des Einkommensteuertarifs. Nur verdeckt darf ein Rechtsstaat nicht arbeiten. Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz verlangt hier eine Klarheit und auch eine Klarheit der gewählten Formen. Wenn man eine de facto Einkommensteuererhöhung macht, ohne dass man förmlich auch den Einkommensteuertarif des 32a Einkommensteuergesetz ändert, wäre das mit dem Rechtsstaatsprinzip kaum vereinbar. Deswegen also erhebliche Zweifel, ob eine solche ein solcher Corona-Solidaritätszuschlag in dieser Ausgestaltung zulässig wäre. Die Vermögensabgabe ist ebenfalls im Grundgesetz ausdrücklich erwähnt. Das finden Sie in Artikel 106 Absatz 1 Nummer 5. Dort heißt es, da geht es um die Ertragskompetenz, aber die Steuer wird erwähnt und das ist ja für die Frage, ob es eine Gesetzgebungszuständigkeit gibt, entscheidend. Ja, also diese Steuer gehört durchaus zum Numerus Clausus der Steuerarten. Die einmaligen Vermögensabgaben und die zur Durchführung des Lastenausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben. Ja, einmalige Vermögensabgabe, das scheint voraussetzungslos zu sein, aber man muss diesen zweiten Teil der Nummer 5 noch mit dazu lesen, nämlich Durchführung des Lastenausgleichs. Hier ging es um die Lasten des Krieges, des Zweiten Weltkrieges, die Folgeschäden des Krieges. Und aus diesem Kontext und auch aus der Gesetzgebungsgeschichte dieser Regelung, da sollte also angeknüpft werden an die erheblichen wirtschaftlichen Folgekosten des Zweiten Weltkrieges. Daraus leitet man her, dass eine solche einmalige Vermögensabgabe nur zulässig ist zur Deckung eines besonderen außerordentlichen Finanzbedarfs, der seine Ursache in einem historisch einzigartigen, voraussichtlich nicht wiederkehrenden Ereignis hat, wie es etwa der Zweite Weltkrieg war. Ob man das für Corona sagen kann, daran äußern die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages in einem Rechtsgutachten, das hierzu schon vorliegt, Zweifel, zu Recht meines Erachtens. Und dann muss hinzukommen, dass dieser außerordentliche Finanzbedarf nicht anders gedeckt werden kann, das heißt nicht durch zusätzliche Kreditaufnahmen, nicht durch Erhöhung schon bestehender Steuern und auch nicht durch Abschmelzung bestehender Reserven. Auch diese Voraussetzung dürfte nicht erfüllt sein. Es besteht die Möglichkeit einer Kreditaufnahme. Man kann andere Steuern erhöhen und darüber hinaus, auch wenn das nicht empfehlenswert ist, und darüber hinaus gibt es im Bundeshaushalt verschiedene Reserven, die man erst einmal auflösen muss. Das heißt also, jedenfalls aktuell dürfte auch eine solche Corona-Vermögensabgabe nicht verfassungskonform sein. Es wird aber sicherlich in diese Richtung irgendwas kommen. Vermutlich erst nach der Bundestagswahl wird es da eine Steuererhöhung aller Voraussicht nach geben. Aber ob diese beiden Varianten, die gerade diskutiert werden, das sein werden, das wird man sehen. Also da gibt es doch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. So, das also zur Steuergesetzgebungskompetenz mit aktuellem Bezug zur derzeitigen Situation. Und wir wollen uns jetzt weiter anschauen, die Steuerertragskompetenz. Da geht es um die Frage, wem steht in einem föderalen Bundesstaat mit Bund, Ländern, Gemeinden das Steueraufkommen aus den einzelnen Steuerarten zu. Und in der Tat wird hier im Grundgesetz nach verschiedenen Steuerarten unterschieden. Zunächst einmal ist Ausgangspunkt das sogenannte Konnexitätsprinzip, das in Artikel 104a Absatz 1 Grundgesetz zum Ausdruck kommt. Danach tragen Bund, Länder und auch die Kommunen jeweils gesondert die Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben. Das heißt, sie müssen ihre Aufgaben und ihre Verwaltung grundsätzlich selbst finanzieren. Das können sie natürlich nur, wenn sie auch eigene Einkunftsquellen haben und dementsprechend am Steueraufkommen beteiligt werden. Es muss also das Gesamtsteueraufkommen zwischen Bund, Ländern und schließlich auch Gemeinden verteilt werden. Und das wird geregelt in den Artikeln 106 und 107 bis 107, der sogenannte Finanzausgleich. Da braucht es zunächst einmal einen vertikalen Finanzausgleich zwischen auf der einen Seite dem Bund und auf der anderen Seite den Ländern und Gemeinden in ihrer Gesamtheit. Das muss zunächst einmal aufgeteilt werden. Wie viel vom Steueraufkommen bekommt der Bund? Wie viel die Länder in ihrer Gesamtheit, inklusive Kommunen? Und dann horizontaler Finanzausgleich der Länder untereinander. Ja, in welchem Umfang wird ein bestimmtes Bundesland an dem Gesamtanteil aller Bundesländer am Gesamtsteueraufkommen beteiligt?
Bei den sogenannten Gemeinschaftssteuern, die wir gerade eben schon kennengelernt hatten, bei denen das Steueraufkommen sowohl dem Bund als auch den Ländern zufließt, anteilig, bei Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, haben wir ein Verbundsystem, im Übrigen ein Trennsystem. Das heißt also, eine bestimmte Steuerart fließt grundsätzlich nur dem Bund oder nur den Ländern oder nur den Kommunen zu. Dem Bund, das regelt Artikel 106 Absatz 1, dem Bund fließt in vollem Umfang zu der Ertrag aus den Finanzmonopolen, die es nicht mehr gibt, das ist also obsolet. Dann aus den Zöllen, da hat der Bund ja auch die ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit, auch das Aufkommen aus den Zöllen, Einfuhr-Ausfuhrzöllen, fließt in voller Höhe dem Bund zu. Dann für die Verbrauchsteuer haben wir eine Regelung in 106 Absatz 1 Nummer 2, die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den Ländern, nach Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder nach Absatz 6 den Gemeinden zustehen. Die Verbrauchsteuern also fließen nur teilweise dem Bund zu. Und Sie sehen hier in Absatz 2, dass zum Beispiel die Biersteuer als Verbrauchsteuer den Ländern zufließt, also dementsprechend nicht dem Bund zufließt. Und in Absatz 6 dann haben Sie noch geregelt verschiedene Anteile der Kommunen, Aufkommen der örtlichen Verbrauch und Aufwandsteuern, das steht den Gemeinden zu. Im Übrigen soweit also keine Ertragskompetenz der Länder oder der Gemeinden besteht, fließen die Verbrauchsteuern, das Aufkommen aus den Verbrauchsteuern dem Bund zu. Die Kfz-Steuer fließt im Grundsatz ebenfalls dem Bund zu. Da gibt es aber eine neuere Regelung in 106b Grundgesetz, wonach die Länder für die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs auch einen Anteil an der Kfz-Steuer bekommen. Die Versicherungssteuer fließt dem Bund zu und auch der Solidaritätszuschlag, gemeint hier der Solidaritätszuschlag zur Finanzierung der Folgekosten der deutschen Wiedervereinigung. Der fließt ebenfalls dann vollständig in den Bundeshaushalt. Dann haben wir bei den Gemeinschaftssteuern, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer, das sogenannte Verbundsystem. Da bekommen Bund und Länder einen bestimmten Anteil, das in Artikel 106 Absatz 3 geregelt. Das Aufkommen der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu. Soweit nicht nach Absatz 5a das Aufkommen den Gemeinden zugewiesen ist. Bei Einkommensteuer, Körperschaftssteuer je zur Hälfte und bei der Umsatzsteuer wird das durch Bundesgesetz näher geregelt, wie die Aufteilung genau erfolgt. Aber an diesen Steuern haben Bund und Länder jeweils dann einen Anteil. Die Länder haben die Steuerertragskompetenz in vollem Umfang, die ausschließliche also bei der Vermögensteuer, die es aber derzeit nicht gibt. Die würde dann aber, wenn sie wieder erhoben würde, in voller Höhe den Ländern zufließen. Die Erbschaftssteuer fließt ebenfalls in voller Höhe den Ländern zu. Deswegen gibt es auch von den Ländern erheblichen Widerstand gegen eine Abschaffung der Erbschaftssteuer. Die Erbschaftssteuer ist eine sehr ineffektive Steuer. Sie hat erheblichen Verwaltungsaufwand, auch erhebliche Verwaltungskosten, durch die ein Großteil des Steueraufkommens wieder aufgezehrt wird. Bei der Vermögensteuer hat man mal ausgerechnet, ungefähr ein Drittel ging für Verwaltung drauf, wurde also aufgezehrt durch die erheblichen Kosten für die Verwaltung dieser Steuer. Bei der Erbschaftssteuer dürfte das ähnlich sein. Der Hintergrund ist, dass hier immer sehr komplizierte Bewertungsfragen zu klären sind. Das ist mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Das sind also ineffiziente Steuern, aber bei der Erbschaftssteuer ist die Abschaffung sehr, Österreich hat die Erbschaftssteuer abgeschafft. Für Deutschland ist das sehr unwahrscheinlich, weil die Länder eben das als wichtige Finanzierungsquelle haben. Bestimmte Verkehrssteuern und die Biersteuer als besondere Verbrauchsteuer fließen ebenfalls ausschließlich in vollem Umfang den Ländern zu. Dann haben wir schon gesehen, an den Gemeinschaftssteuern, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer bekommen die Länder einen bestimmten Anteil, 50% Einkommen, Körperschaftsteuer und einen in einem Bundesgesetz geregelten Anteil an der Umsatzsteuer und dann für den öffentlichen Personennahverkehr einen gewissen Anteil aus dem Kraftfahrzeugsteueraufkommen. Das ist also die Steuerertragskompetenz der Länder.
Und wie sieht es bei den Kommunen aus? Auch diese haben Aufgaben, die sie finanzieren müssen. Die Kommunen erhalten nach Artikel 106 Absatz 6 Grundgesetz den volle Aufkommen aus der Grundsteuer, dann auch aus der Gewerbesteuer im Wesentlichen. Allerdings gibt es bei der Gewerbesteuer eine gewisse Umlage zugunsten von Bund und Ländern. Das heißt, das fließt nicht mehr ausschließlich den Kommunen zu, aber doch zum größten Teil den Kommunen zu. Und auch über die Abschaffung der Gewerbesteuer ist immer mal wieder diskutiert worden. Auch das unwahrscheinlich, weil das eine ganz wichtige Finanzierungsquelle der Kommunen ist. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer fließt im Wesentlichen den Kommunen zu. Und dann natürlich die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, die wir gerade eben besprochen hatten. Das ist zum Beispiel Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Verpackungssteuer und so weiter. Das fließt ebenfalls den Kommunen zu. Die Kommunen erhalten darüber hinaus einen Anteil an der Einkommensteuer und auch an der Umsatzsteuer, also an diesen Gemeinschaftssteuern. Und auch daran werden die Kommunen beteiligt. Einen eigenen Anteil haben sie und dann werden sie nochmal am Länderanteil an diesen Steuern beteiligt. So, das also die Aufteilung des Steueraufkommens zwischen Bund, Ländern, Kommunen, also vertikal. Und jetzt muss noch zwischen den Ländern untereinander deren Anteil am Gesamtsteueraufkommen verteilt, aufgeteilt werden. Das ist der horizontale Finanzausgleich. Und hier unterscheidet man zwischen einem primären und einem sekundären horizontalen Finanzausgleich. Für den primären horizontalen Finanzausgleich haben wir die Regelung des Artikels 107 Absatz 1. Und da schauen wir einmal hinein, wie die Aufteilung nach 107 Absatz 1 auf der ersten Stufe geregelt ist, der Länderfinanzausgleich auf der ersten Stufe. Das Aufkommen der Landessteuern und der Länderanteile am Aufkommen der Einkommensteuer und Körperschaftssteuer stehen den einzelnen Ländern insoweit zu, als die Steuern von den Finanzbehörden in ihrem Gebiet vereinnahmt werden, sogenanntes Prinzip des örtlichen Aufkommens. Ja, also Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, die von landeseigenen Behörden vereinnahmt werden, dieser Anteil fließt dann also dem betreffenden Bundesland zu. Das ist also das Prinzip des örtlichen Aufkommens und der Länderanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer steht den einzelnen Ländern vorbehaltlich von Sonderregelungen nach Maßgabe ihrer Einwohnerzahl zu. Also der Anteil an der Umsatzsteuer richtet sich nach der Einwohnerzahl der Länder. Das also die Aufteilung dieser Gemeinschaftssteuern der Länder untereinander. Und dann gibt es noch den sekundären horizontalen Finanzausgleich unter den Ländern. Das ist der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne. Da findet dann noch einmal eine Umverteilung zwischen finanzstärkeren und finanzschwächeren Bundesländern statt. Das geschah früher durch Zahlungen der Finanzstarken an die finanzschwachen Länder. Jetzt macht man das über die Verteilung der Umsatzsteuer. Das heißt also, finanzschwache Länder bekommen einen zusätzlichen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Das hat man ab 2020 geändert, vor dem Hintergrund, dass es bezüglich dieser direkten Zahlungen von finanzstarken Ländern, das waren üblicherweise die Länder eher im Süden, also Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, an schwächere Länder, das hat immer für böses Blut gesorgt. Und es gab da auch einige verfassungsgerichtliche Verfahren der Geberländer, die ihre Zahlungen gerne reduzieren wollten. Deswegen hat man das ab 2020 über einen zusätzlichen Anteil am Umsatzsteueraufkommen gelöst. Und dann gibt es für besonders klamme Länder, Berlin beispielsweise, noch Ergänzungszuweisungen des Bundes. Berlin könnte ohne diesen horizontalen Finanzausgleich und die Ergänzungszuweisung des Bundes, das Bundesland Berlin, gar nicht finanziell bestehen. Da gibt es ja kaum Wirtschaft und das wäre also äußerst problematisch. So, das also zum Länderfinanzausgleich und zur Steuerertragskompetenz. Und abschließend schauen wir uns noch die Steuerverwaltungskompetenz an. Da haben wir das sogenannte Finanzverwaltungsgesetz, das auf der Grundlage des Artikels 108 Grundgesetz Einzelheiten des Verwaltungsaufbaus im Bereich der Steuerverwaltung, der Finanzverwaltung regelt. Wir haben auch hier wieder
Bund, Länder und Kommunen. Wir haben also eine Finanzverwaltung des Bundes, wir haben eine Finanzverwaltung der Länder und schließlich auch eine Finanzverwaltung der Kommunen. Für welchen Bereich sind die Bundesfinanzbehörden zuständig? Das regelt Artikel 108 Absatz 1 Grundgesetz für Zölle, für Finanzmonopole theoretisch, die es nicht mehr gibt. Dann für die bundesgesetzlichen Verbrauchsteuern, ohne Umsatzsteuer allerdings, und für die Kfz-Steuer, da haben wir eine Zuständigkeit von Bundesbehörden. Die oberste Bundesbehörde ist, das haben wir schon gehört, das Bundesministerium der Finanzen, das oberste Bundesbehörde. Dann gibt es verschiedene Bundesoberbehörden. Hier sind insbesondere zu erwähnen das Bundeszentrale Amt für Steuern, das bestimmte Aufgaben zugewiesen bekommen hat. Das ist eine Bundessteuerbehörde und daneben auch die BaFin, die aber im Bereich der Steuern keine so große Rolle spielt. Die BaFin hat die Aufgabe der Finanzaufsicht vor allen Dingen im Bereich des Kapitalmarktrechts, des Börsenrechts und aber auch im Bereich der Wirtschaftsprüfung. Da gab es ja aktuell den Wirecard-Skandal, wo die BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ihre Verpflichtung jedenfalls laut der europäischen Aufsichtsbehörde verletzt hat. Das aber betrifft dann eher Randbereiche des Steuerrechts. Also die Bundessteuerbehörde ist dann doch eher das Bundeszentralamt für Steuern. Wir schauen einmal kurz in den Paragraphen 5 Finanzverwaltungsgesetz, welche Aufgaben das Bundeszentralamt für Steuern so im Einzelnen hat, beispielsweise die Mitwirkung an bestimmten Außenprüfungen, Betriebsprüfungen, dann die Entlastung von deutschen Abzugssteuern, da geht es um grenzüberschreitende Konstellationen und wenn wir eine grenzüberschreitende Konstellation bei einem Konzern, Mutter-Tochter-Unternehmen, bei EU-Ländern haben, da findet eine weitgehende unter bestimmten Voraussetzungen Freistellung vom Steuerabzug statt und die Erstattungsfragen, die damit zusammenhängen oder auch den Erlass eines Freistellungsbescheides, dafür ist das Bundeszentralamt für Steuern zuständig, also bei einer solchen grenzüberschreitenden Konstellation, wo es auch nahe liegt, die Zuständigkeit an eine Bundesbehörde zu übertragen. Dann auch Besteuerung von Investmentfonds und Spezialinvestmentfonds, da ist das Bundeszentralamt für Steuern zuständig. Investmentsteuerrecht eine Spezialmaterie und auch bei Investmentfonds haben wir sehr häufig grenzüberschreitende Strukturen, grenzüberschreitende Konstellationen. Auch hier liegt es nahe, die Zuständigkeit auf eine Bundesbehörde zu übertragen. Das ist also ein Ausschnitt aus den Zuständigkeiten des Bundeszentralamts für Steuern. Auch im Bereich hier haben wir nochmal Nummer 5c, Erstellung von Informationen zu grenzüberschreitenden Vorbescheiden. Sie sehen also, bei grenzüberschreitenden Steuersachverhalten haben Sie sehr häufig eine Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern, aber auch für bestimmte rein nationale Aufgaben. Mittelbehörden gibt es nicht mehr. Früher gab es Bundesfinanzdirektionen, die gibt es aber heute nicht mehr. Und dann haben wir insbesondere im Bereich der Zollverwaltung auch örtliche Bundesbehörden. Das sind die Hauptzollämter. Das also zur Finanzverwaltung des Bundes. Für uns interessant eigentlich im Wesentlichen nur das Bundesministerium der Finanzen. Wir werden gleich noch sehen, das spielt auch im Bereich der Länderverwaltung eine Rolle. Und das BZST, das Bundeszentralamt für Steuern. Das sind die für uns, für unsere Zwecke hier interessantesten Bundesbehörden. Die Verwaltung ist im Übrigen, das entspricht ja auch dem allgemeinen Grundsatz des Grundgesetzes, ist im Übrigen Zuständigkeit der Länder für alle übrigen Steuern, die also nicht ausschließlich durch Bundesbehörden verwaltet werden. Das trifft insbesondere auf diese Gemeinschaftssteuern, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer zu. Da haben wir eine Verwaltung durch die Finanzbehörden der Länder. Und das ist aber nach Artikel 108 Absatz 3, den wir eben schon gesehen haben, eine Bundesauftragsverwaltung. Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden, weil nämlich Artikel 108 Absatz 3 Grundgesetz die Landesfinanzbehörden
im Auftrage des Bundes tätig werden. Sie verwalten Steuern, die ganz oder zum Teil dem Bund zufließen, mit der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer. Artikel 106 Absatz 3 sagt, die fließen zum Teil dem Bund zu. Dementsprechend haben wir eine Auftragsverwaltung in diesem Bereich und ein Weisungsrecht der obersten Bundesbehörde. Und das ist eben das Bundesministerium der Finanzen. Das kann den Landesbehörden Weisungen in diesem Bereich erteilen. Und davon macht es insbesondere in Gestalt der Schreiben des BMF Gebrauch, die wir schon besprochen haben. Die obersten Landesbehörden sind die Länder-Landesfinanzministerien. Es gibt in einzelnen Bundesländern, in größeren Bundesländern, Oberfinanzdirektionen für einzelne Teile des Bundeslandes, für einzelne Regionen des Bundeslandes, und die örtlichen Behörden sind die Finanzämter, mit denen man dann als Steuerpflichtiger primär zu tun hat. Die Finanzämter also als die örtlichen Steuerbehörden. Und schließlich noch eine Finanzverwaltung der Gemeinden, das aber im Wesentlichen nur für die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, die ja schon von der Gesetzgebungszuständigkeit her aufgrund der abgeleiteten Zuständigkeit nach den Kommunalabgabengesetzen kommunale Steuern sind. So, das also zum Finanzverfassungsrecht, zur Aufteilung der Steuergesetzgebungskompetenz, Ertragskompetenz und Verwaltungskompetenz. Bis hierhin für heute. Ich stehe in Zoom für Fragen zur Verfügung, würde die Vorlesung an dieser Stelle für heute beenden und wir sehen uns in der nächsten Woche zur gleichen Zeit wieder. Bis nächste Woche, alles Gute.